Hey meine Zeitlosen oder die es noch werden wollen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ich ja gesagt habe in meinem Lootboy-Video, könnt ihr es auf jeden Fall nochmal abchecken. Vielleicht gefällt euch ja was da, dann könnt ihr mir das schreiben. Werden wir die V-Bucks heute verteilen, da habe ich auf dem Discord einen Aufruf gemacht. Seid kreativ, bringt ein Gedicht raus, was mit Weihnachten und Fortnite zu tun habt. Ja, und da kamen auch welche Gedichte bei rum. 10 Gedichte haben wir heute. Ihr als Community werdet entscheiden, wer das beste Gedicht hier rausgehauen hat. Und diesen Starter-Skin für die PS4 bekommt, Leute. Ja, wir wollen nicht lange quatschen, wir fangen jetzt einfach an. So, der erste Kandidat ist Brooklyn Bounce TV mit oh Fortnite, die Kinder spielen selbst zu Weihnachtszeit. PlayStation an, Controller raus, ab in den Battle Pass mit Saus und Braus. Goldene Scar habe ich dabei und ich schieße das Christkind sogleich zu Brei. Mit der Spitzhacke schlage ich aufs Lama drauf, das kann es nicht sein, da kommen nur Socken raus. Looten, schlagen, bauen, werd euch alle verhauen. Zuletzt steht nur noch auf der Map, musste durch den Dreck, aber es erfüllte den Zweck. Denn ich gewann den Krieg und auf meinem Bildschirm steht, epischer Sieg. Wie fandet ihr das? Sehr poetisch, muss ich sagen. Wenn ihr euch das schon mal gefällt, könnt ihr natürlich schon mal für Brooklyn stimmen, aber ihr könnt natürlich auch erstmal abwarten, bis wir die anderen 9 Gedichte haben. Kommen wir zu Consolero. Wie es nun soll, so muss ich los. Ich setz einen Schuss in die Gegner-Hose. Seine Beute nun meins im goldenen Schein, was früher war seins, nun heute mal meins. Noch 4 am Leben, die Besten der Besten, ein Kampf bricht aus, mittendrin. Nun kommen die Schüsse, ratata, boom. Okay, das reimt sich irgendwie nicht. Meine Herzfrequenz schon ganz weit oben, es sind nur noch 2, mein Gesicht voll Blei. In der Mitte der Zone, eine einsame Hütte, sie ist schon zerschütt. Doch was nun da, ganz kleine Spikes, ich lauf noch rein mit einem Geschrei. Ja Leute. Nicht ganz am Rhyme gewesen, aber er war einer von 10 Leuten, die auf jeden Fall hier sich kreativ hingesetzt haben und versucht haben, was rauszuhauen. Also ich finde es, die ersten paar Zeilen finde ich gut, danach hat er sich, irgendwie hat es nicht gereimt oder ich habe es einfach falsch ausgesprochen. Aber okay, wir haben Gedicht Nummer 2, wir gehen jetzt einfach in Gedicht Nummer 3. Das kommt vom guten Levin. Das beste Duo im Land setzt die ganze Lobby in Brand. Keiner kommt an ihren Skill ran, denn sie haben immer ihre Pump am Mann. Jeder, der ihren Skill leugnet, wird in 2 vs 2 gehäutet. Oh. Transformer denkt, seine Edits sind flott, doch in Wahrheit ist er nur ein Bot. Oha. Von dem Preisgeld hole ich mir ein Weihnachtsskin, weil ich immer noch der Beste bin. Oh. Voll abgehobene Bengel. Freut euch auf die Weihnachtszeit, denn die Turniere werden krass, denn dort machen wir euch alle nass. Wer diesem Gedicht nicht glaubt, ist nur gekauft und bekommt dieses Jahr nichts von Santa Claus. Egal ob Transformer, Consolero und Autismus kickt, alle wurden schon mit der Mighty weggepickt. Doch merkt euch eins, der Levin bleibt immer auf der 1. Frohe Weihnachten an alle von Levin. Das war auf jeden Fall schon mal lustig, so vorzulesen. Natürlich konnte man auch so einen kleinen Seitenhieb geben, ne? Das feiere ich natürlich genauso, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall dann entscheiden, was bis euch jetzt schon so weit hingefallen hat, aber wir haben ja noch welche. Wir haben ja noch Kandidaten. Das war jetzt der gute Levin. Wir kommen jetzt zum nächsten. Der nächste ist Matimix, Leute. Heute am 6. kommt der Nikolaus. Ich schalte jeden meiner Gegner aus. Muss leider jeden Gegner suchen, trotzdem habe ich Zeit zum Looten. Finde hoffentlich bald eine goldene Scar. Freue mich auf die Geschenke, ist doch klar. Erst wird geschossen und danach stelle ich Fragen, werfe auf deine Teammates paar Granaten. Bin mit meinen Mates im Crew-Hype, keiner von uns Noobs hat Blue Life. Das ist geil, das ist eine geile Line. Jetzt sitze ich im Busch und warte, schaue dabei ständig auf die Karte. Heiligabend kommt immer näher, beim Baum mache ich keine Fehler. Okay, keine Fehler mehr, denke ich mal. Näher, mehr, so keine Fehler mehr. Das Christkind kommt und checkt mir einen Skin, der unterscheidet mich von jedem Kind. Und will ich hier der Geilste. Sprachenlernen, Ball. Und weil ich hier der Geilste bin, hole ich per Gottmund den epischen Win. Eigentlich auch ein ganz geiles Gedicht.
Hat mir sehr auch eigentlich sehr, sehr gut gefallen, Freunde. Ja, bei mir hapert es ein bisschen mit Vorlesen, da muss ich mir auch mal ein bisschen denken, wie das so alles geschrieben ist. Meine Mütze ist geil, ne? Was sagt ihr zu meiner Mütze hier? Bommele! So, ja, Milo hat mir das über Instagram geschickt, denn er konnte über nicht über Discord. Habe ich gesagt, okay, machen wir, weil dann haben wir genau 10 Gedichte. Das ist von Milo. Wenn Weihnachten ist, strahlt das Licht, außer über Zeitlos nicht. Und die Glocken, man hört sie überall. Und auch zeitlich hört man und seinen Schall. Wenn mal wieder der Controller nicht geht oder das Bild bei Fortnite stillsteht. Hat ein Gedicht über mich gemacht. Nur weil ich ein bisschen rage, das kann doch gar nicht sein. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber auch sehr nice, sehr nice. Gehen wir direkt zum nächsten. Dann setzen wir bei Motte. Ich bin eine Motte, hab eine Karotte und reime zu Gott. In Österreich wird es schon Winti, ich will deine Minti. Ein Gegner kommt zu mir, hole ich die Minti mir. Zeitlos verlosene Minti kriegt Klicks und Hits, denn es ist nichts mehr für euch coolen Kids. Kommt der Flexer Levin, bekommst du Flexer Novin. Hoffe ich gewinne zeitlos, denn ich weiß, du bist fakelos. Wer den Zeitlos nicht ehrt, ist die Minti nicht wert. Ja, die Lines sind schon cool, ja. Aber Digi, ich verlos keine Minti. Ich verlos nur den Standard-Skin hier, also diesen, ja doch, den Standard-Skin hier für 5 Euro, ja, bei der PS4. Kommen wir zum nächsten, von Senpai. Hier ist mein Gedicht. Bald ist Weihnachten, wie freue ich mich drauf, da sind die Noobs besonders gut drauf. Es glänzt die Ska, es ruft der Win. Wir haben doch alle nur den Epischen im Sinn. Aber das war auch wieder so richtig Poet, ne? Leute, das war cool, ja? Das war auch schön zu lesen, das war nicht so abgehakt. Fand ich sehr angenehm. Kommen wir zum nächsten. Von Tarazzo. Gedicht. Die Minti würde ich gerne haben, das wird mir kein bisschen schaden. O Zeitlos, bitte gönn sie mir, dann werde ich saufen heute ein Bier. Hab schon versucht, bekomme sie nicht, doch das Gedicht, das wird es nicht. Wird die Minti meine sein, dann wann werde ich zum kleinen Schwein? Doch das war doch nicht alles, Mann, ich kann doch nicht mehr raushauen dann. Oha, okay. Bisschen schwer zu verstehen, Leute, weil er kaum Kommas benutzt hat und Punkte, anstatt der so das Gedicht geschrieben hat, so Reihe in Ordnung nach jedem, wo er mit Einsatz fertig war, den nächsten Satz. Das wäre einfach gewesen, Leute, ja. Kommen wir zum nächsten. Ihr könnt alle selber entscheiden, was ihr für geil findet, denn das wird jetzt eine Community entscheiden. Von Zeit Raphael. Rosen sind rot, ich bin keine Frau, ist der Daumen blau? Bist du schlau? Erstmal vielen Dank, dass du mich so unterstützt an dieser Stelle. Aber es hat nichts mit Fortnite und auch nichts mit Weihnachten zu tun. Also ich habe den mal reingenommen, um damit zu zeigen, wie man es nicht machen sollte, Leute. Ja? Also richtig geil. Haben wir noch ein Gedicht von Zeit Silber. Wird es dunkel vor dem Haus, rast Center auf dem Schlitten in Saus und Braus. Wenn ich sterbe, dann raste ich aus, was bringt mir wohl der Santa Claus? Sind es V-Bucks oder Socken, ich werde diesen Level knocken. Oh, Kampfansage! Ich höre draußen Weihnachtsglocken und es fliegen kleine Flocken. Das war's gewesen mit dem Dreck, Mike ist ein Snack. Ich wünschte doch, ich könnte dichten, um andere zu vernichten. Komm, es war schon lustig, Digga, ja? War schon lustig. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, das war's auch hier an dieser Stelle gewesen, Freunde. Wir haben jetzt alle 10 Gedichte. Ihr könnt da gerne nochmal zurückskippen. Ihr könnt nochmal sagen, komm, das fand ich cool. Wenn ihr so eine Aktion feiert, wo einfach jeder die gleiche Chance hat, nur mit ein bisschen kreativ, dann lasst es mich doch gerne in meinem Video wissen. Schaffen wir diesmal die 20 Likes, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Ich bin auf jeden Fall auf die Abstimmung gespannt. Und ja, und ich würde sagen, ich melde mich ab.
bis zum nächsten Mal, euer Zeitlos. Haut da rein. So, jetzt noch ein kleines Special von mir. Ich lese es einfach mal vor. Könnt ihr feiern oder nicht? Wer weiß schon. Ich springe mit voller Motivation aus dem Kampfbus. Gib dir mit meiner Spitzhacke einen harten Kuss. Ich begib mich mit ganzem Mut auf die Piste, denn ich brauch den Dude aus der Kiste. Denn was deins ist, ist meins. Aber meins ist lange noch nicht deins. Also wenn du mich siehst, gib acht, sonst wirst du von einem Bot platt gemacht. Die Weihnachtszeit ist wunderbar, du bekommst einen One-Shot wie jedes Jahr. Bin fast down, kaum noch Greenlife am Start, da kommt ein alter Sack mit einem langen Bart. Er begrüßt mich mit Ho Ho Ho, mein Freund. Ich hab ihn direkt mit meiner Pump zerstreut. Der Weihnachtsmann ist jetzt voller Munition. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, denn das ist Tradition. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nur Spaß und scheiße auf den Win. In dem Sinne melde ich mich jetzt wirklich ab, euer Zeitlos. Haut rein, bis zum nächsten Video.